Eine Möglichkeit, im Garten Lebensraum für im Totholz lebende Tiere zu schaffen, ist der Bau von so einer Totholzburg oder auch Käferburg genannt. Wie genau das funktioniert, das erkläre ich jetzt Stück für Stück. Eine Käferburg kann man überall da bauen, wo der Boden gut grabbar ist. Und entgegen von dem Namen siedeln sich da bei weitem nicht nur Käfer an. Das Untergeschoss, das wird mit Vorliebe von Arten wie zum Beispiel dem Hirschkäfer und dem Balkenschröter besiedelt. Die legen da ihre Eier ab und die Larven, die können sich da im Totholz entwickeln. Aber auch zum Beispiel Amphibien ziehen sich in das Untergeschoss zurück und überwintern da. Im Obergeschoss, wo es ein bisschen trockener und wärmer ist, sind wiederum andere Arten zu finden. Das sind zum einen Käfer, die sich dort durch das Holz hindurchfressen, sind aber auch Schlupfwespen, die die Käferlarven beispielsweise parasitieren, und sogar Wildbienen können in den zuvor bereits angelegten Gängen ihre Eier ablegen und der Nachwuchs von denen kann sich darin entwickeln. Werkzeug braucht man für den Bau einer Käferburg gar nicht viel. Am wichtigsten ist ein Spaten. Daneben sind natürlich auch Handschuhe hilfreich, eine Schaufel, um das kleinere Material zu transportieren, und eine Säge, sofern man das vorhandene Material noch zerkleinern möchte. Und wenn man mit Kindern zusammen die Burg baut, dann sind natürlich auch Kinderspaten und Kinderschaufeln sehr sinnvoll. Als Baumaterial braucht man zum einen dicke Stämme und Äste, bevorzugt von Laubbaumarten. Der Hirschkäfer zum Beispiel, der mag sehr gerne Eichenholz, aber nimmt auch beispielsweise das Holz von Buchen, Birken oder Obstgehölzen. Neben den größeren Totholzstücken kann das Material sehr schön mit solchen Hackschnitzeln und auch mit Sägemehl ergänzt werden. Insgesamt ist es hilfreich, wenn man eine möglichst große Vielfalt an unterschiedlichen Holzarten, an verschiedenen Dimensionen, also sowohl großes als auch kleines Totholz hat, damit die unterschiedlichen Arten mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen da auch jeweils einen passenden Lebensraum drin finden. Bevor mit dem Bauen begonnen wird, muss eventuell erstmal die Grasnarbe entfernt werden und dann bietet es sich an zu prüfen, ob der Boden gut grabbar ist. Er sollte nämlich nicht zu steinig und nicht zu sehr verdichtet sein. Zum einen erleichtert das Graben ungemein und zum anderen ist es auch wichtig für die Insekten. Die müssen nämlich zwischen dem Erdboden und zwischen dem Totholz gut hin und her wechseln können. Vor allem für Arten wie den Hirschkäfer ist das ganz, ganz wichtig. Für den Keller der Käferburg muss erstmal ein Loch ausgehoben werden. Das sollte 30 bis 50 cm tief sein, gerne aber auch tiefer. Beim Hirschkäferweibchen ist es so, dass es seine Eier in einer Tiefe von 30 bis 50 cm, manchmal aber auch bis zu 1 Meter tief ablegt. Es ist also hilfreich, den Bedürfnissen der Tiere möglichst gut gerecht zu werden, damit sie sich auch erfolgreich ansiedeln können. In die Mitte der Käferburg kommt jetzt erstmal ein relativ dicker, langer Stamm. Der sorgt zum einen dafür, dass über lange Zeit Totholz zur Verfügung steht, um den Tieren als Nahrung zu dienen. Und zum anderen dient er auch der Stabilität der Käferburg. Hilfreich ist es, wenn der mittlere Stamm etwas tiefer eingegraben wird als die übrigen. So kann er das restliche Material gut stützen. So ein leicht pyramidenförmiger Aufbau, der hat mehrere Vorteile. Zum einen ist die Oberfläche des Holzes groß und deswegen kann das Holz gut besiedelt werden. Und zum anderen sorgen Wind und Sonne dafür, dass das Holz hier oben relativ warm und trocken ist. Und das nutzt Arten, die genau auf so einen Lebensraum spezialisiert sind. Somit ist die Artzusammensetzung im oberen und im unteren Bereich der Käferburg ganz unterschiedlich. Die Zwischenräume und der Bereich um die Burg herum werden jetzt mit Hackschnitzeln aufgefüllt. Das hat gleich mehrere Vorteile. Zum einen dient es dafür, dass die einzelnen Bauteile nicht so leicht ins Rutschen geraten. Und zum anderen sind die Hackschnitzel auch ein ganz wertvoller Lebensraum. Sie speichern nämlich die Feuchtigkeit und wirken gleichzeitig als Drainage. Das heißt, sie verhindern, dass Staunässe entsteht. Und das ist für die darin lebenden Tiere ganz wichtig.
Zum anderen haben sie eine sehr große Oberfläche und das sorgt dafür, dass sie innerhalb kürzester Zeit von Pilzen besiedelt werden können und somit als Lebensraum für Tierarten, die auf modernes Holz angewiesen sind, sehr schnell zur Verfügung stehen. Durch die schnelle Zersetzung der Hackschnitzel ist es wichtig, dass sie regelmäßig nachgefüllt werden. Also alle paar Jahre kann man da gut an der Käferburg neue Hackschnitzel ausbringen. Diese Zwischenräume hier, die werden jetzt noch mit Hackschnitzeln aufgefüllt. Und da passt noch ganz schön viel rein und kann als Lebensraum genutzt werden. Unfassbar spannende Geschichte des Hirschkäfers und der vielen anderen Totholzbewohner habe ich auch in meinem Buch Wunderwelt Totholz erzählt. Also, wenn ihr einmal eintauchen möchtet in diesen spannenden Lebensraum, dann schaut gerne mal in das Buch hinein und lasst euch überraschen, welche Tier-, Pflanzen- und Pilzarten da so vorkommen. Mit einigen rechnet man nämlich gar nicht. Viel Freude beim Lesen!